Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Food Maps und Reizdarmsyndrom. Hilft das oder hilft das nicht? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich hatte die Fragestellung in der Praxis, es kommt relativ häufig vor, ob Food Maps bei Reizdarm hilft. Also, ihr Lieben, müssen wir erstmal in Reizdarm vielleicht reingucken. Für den ganzen Content, ihr Lieben, denkt dran, Plus weg und abonnieren. Aber ich verrate euch jetzt erstmal Thema Reizdarm. Also, der Reizdarm ist ja eine Diagnose, wenn die Mediziner, also die Ärztinnen und Ärzte, nicht wirklich weiter wissen. Bevor man dann die Psyche macht, kommt ja dann immer vielleicht auch das Reizdarmsyndrom. Wenn zum Beispiel die Patienten Durchfall haben, Blähungen haben, Blähbauch haben, festen Bauch, harten Bauch, Luft im Bauch. Manche kriegen ja auch Sodbrennen oder merken so ein Aufsteigen, dann ja, so eine Säure, die damit zusammenhängen kann. Aber in der Regel ist häufig der Reizdarm, wenn die Patienten zu mir kommen, eigentlich eher immer so eine Diagnose, wo ich immer denke, Leute, ihr könnt ihr nicht mal überlegen, was da wirklich hintersteckt. Also, was steckt hinter Food Maps? Food Maps ist am Ende tatsächlich leitliniengerecht eine Struktur, die gilt für den Ausschluss von bestimmten Lebensmitteln. Und zwar hat man sich angeguckt, was überhaupt häufiger Probleme im Darm macht. Und an der Stelle ist es so, dass man die Laktose hat, dass man die Fructose hat. Dann ist es häufig die Kohlenhydrate. Hier gibt es ja immer die Empfehlung, zum Beispiel lieber Weizen zu nutzen als Dinkel. Bei der Fructose geht man ja immer von dem Obstzucker aus. Bei der Laktose ist es der Milchzucker, also bei Milch und Joghurt zum Beispiel. Das sind so die wichtigsten Dinge und häufig kommen in Foodmaps auch noch diese Struktur mit den Ersatzzuckersorten hinzu. Also Sorbit zum Beispiel gehört eh in die Fructoseintoleranzen als Begleitgeschehen häufig. Oder Maltit, Isomaltit, Xylit und sowas, wo Leute auf die Ersatzzuckersorten auch reagieren. Wenn ich mir jetzt die Foodmaps-Empfehlung angucke, gibt es da mittlerweile ganz viele, die sind auch noch überarbeitet worden oder auch verändert worden. Und es gibt irgendwelche Menschen, die eigene Geschichten daraus hergestellt haben. Am Ende ist die Foodmap-Geschichte dafür da, herauszufinden, ob ich auf einen dieser Dinge reagiere. Jetzt muss man aber sagen, dass Kohlenhydrate per se nicht gleich Probleme machen. Kohlenhydrate selber können, wenn es um hellere Kohlenhydrate geht, den Blutzucker ansteigen lassen. Und dadurch kann sozusagen die Insulinkaskade hochgehen. Und wenn der Insulinpart gepusht wird, kann es sozusagen Probleme geben. Für den Reizdarm selber hat das im ersten Moment nichts zu tun. Die Weizengeschichte ist am Ende aus den hellen Kohlenhydraten entstanden. Und bei FoodMed geht es häufig bei den Kohlenhydraten auch um den Speisebrei, also um die Verarbeitung sozusagen der Kohlenhydrate. Wenn ich also helle Kohlenhydrate esse, auch schnellere Kohlenhydrate, Pommes, Pizzateig wäre ja zum Beispiel oft häufig. Verzeihung, helleres Mehl, was einfach schneller den Blutzucker ansteigen lässt und dann kommt eher die Insulinkaskade hinterher. Und wenn ich hellere Mehlsorten verstoffwechsle, habe ich ja weniger Ballaststoffe und diese geringeren Ballaststoffe können dann auch zu Beschwerden führen, also dass jemand zum Beispiel dann reagiert. Am Ende gehört diese Weizenmehlgeschichte eigentlich eher in die Verstoffwechselung rein für eine ja, fragliche Stellung. Ob ich zum Beispiel auf den Klebeeiweiß reagiere. Das ist nämlich diese Abwandlung, worum es bei Mehlsorten geht. Und dann wären wir bei einer Glutenintoleranz. Also eigentlich ist die Food-Med-Geschichte nur eine andere Wortwahl für das Ausschluss von Fructose, einer Laktoseintoleranz oder einer Malabsorption oder eben einer Glutenreaktion. Manchmal ist es natürlich so, dass die Leute sich wohler fühlen, wenn sie nicht so schnell verarbeitete Kohlenhydrate essen oder in der Tageslast zu viel Fructose aufnehmen. Für die Fructose gibt es ja schon ein Video. Für die Laktose habe ich ja auch schon Videos gemacht. Da kann ich für all die, die da mehr wissen wollen, gerne darauf verweisen. Das heißt, die Foodmaps-Geschichte ist eigentlich eine Ausschlusskriterium von verschiedenen Erkrankungsmöglichkeiten. Am einfachsten finde ich es immer, dass man ein Ernährungsprotokoll schreibt, dass man das über einen längeren Zeitraum macht, dass man schaut, worauf ich reagiere. Was übrigens komplett bei FoodMed vergessen wurde, sind die Histamingeschichten. Aber das mal am Rande. Es ist auch so, dass Allergien oder Medikamente, die ich einnehme, auch Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt machen können. Es gibt noch die Möglichkeit, auf OPs zu reagieren. Wenn ich nicht auf die
OP selber, aber wenn ich zum Beispiel den Darm operiere, was wegnehmen muss, weil das entzündet ist, weil ich vielleicht einen Magen-OP habe, wo ein Bypass gesetzt wird und der Dünndarm reduziert wird, dann habe ich auch eine andere Verstoffwechselung der Nährstoffe. Und an der Stelle habe ich auch die Möglichkeit, dass ich auf die Lebensmittel dann im Nachgang reagiere. Bei Gallenblasenentfernung sehe ich das auch immer wieder, dass Leute zum Beispiel auf Rohkost reagieren. Und dass die gegartes Gemüse, mag der Darm manchmal sowieso lieber, ist ja so eine asiatische Struktur. Das heißt, die Foodmaps-Geschichte, ganz ehrlich, sie kann uns vielleicht ein bisschen helfen, aber lösen tut sie Probleme ja vielleicht nicht immer. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber häufig müssen wir über den Tellerrand hinaus gucken und auch persönlich gucken, was beim Patienten wirklich los ist. So, ihr Lieben, OPs habe ich gesagt, Medikamente habe ich gesagt, Laktose, Fructose, Kohlenhydratreaktion, die können am Ende immer dazu führen, dass Luft im Bauch entsteht. Stressbelastung fällt mir gerade noch ein, die gehört auch so ein bisschen damit rein, weil unter Stress reagieren wir schneller und wenn unsere Organ, auf das wir reagieren, der Darm ist, dann haben wir sozusagen dort einfach eine schnellere Reaktion. So, schlussendlich, möglich ist es. Man kann sich eine Sache raussuchen, wenn ihr irgendeine Liste in die Hand bekommt. Ihr könnt auch gerne nochmal in die Ernährungsberatung gehen. Meldet euch gerne. Wir sind ja kassenzugelassen, bundesweit unterwegs. Ihr könnt als Selbstzahler kommen oder als Privatpatient. Alles ist möglich. Und an den Stellen kann man ganz häufig schon an den Ernährungsprotokollen Tendenzen raussehen. Wenn ich zum Beispiel 5 Tage Ernährungsprotokolle habe, wo alles draufsteht mit Symptomen, dann kriege ich relativ schnell ein Gefühl dafür, wo ist hier eine Reaktion. Ja? Und wie gesagt, einige Sachen, auch allergische Reaktionen, die wir über den HNO mit Pricktest und so machen können, die sind bei Foodmaps überhaupt gar nicht mit drin. Also von daher muss man eben immer genau gucken, was es für Empfehlungen gibt und auch genau schauen, wie ist die Tageslast. Weil wenn ich Lebensmittel zu viel, zu häufig esse und ich morgens keine Probleme habe, aber am Abend, dann kann es zum Beispiel sein, dass es die Tageslast ist. Und an Tagen, wo es mir gut geht, kann ich vielleicht was essen, was keine Reaktion macht, obwohl ich es am Vortag hatte und das Gefühl hatte, ich reagiere drauf. Daher sind die Ernährungsprotokolle so wichtig. Und als letztes, der Darm kann ja auch Spuren behalten. Also wir werden ja nicht sofort Pustekuchen sauber im Darm, sondern in der Regel haben wir ja auch Reststrukturen von Speisebrei. Und wenn dann noch was obendrauf kommt, also die Menge ansteigt, dann reagiere ich natürlich auch drauf oder kann reagieren. Wenn dann die Stressbelastung da ist, kann das also mehr werden. Von daher ist Foodmap nicht alle Weltlösung, wird immer in den Raum geworfen. Aber am Ende ist es, glaube ich, eine Struktur, meine Erfahrung. Es gibt immer eine Sache oder zwei oder drei Sachen, die Auslöser sind. Also ich kann ja eine Laktose, Fructose und Histaminintoleranz auch kombiniert haben. Oder Fructose und Sorbit gibt es häufig kombiniert. Und bei Sorbit übrigens, Leute, müssen wir auch ans Zähneputzen und so denken. Also es ist nicht immer so einfach, nur mit Lebensmitteln die ganze Geschichte abzuarbeiten. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt über Foodmaps jetzt ein bisschen was gehört. Also per se ist nicht alles schlecht. Manchmal ist die Menge entscheidend und probiert so ein bisschen aus. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch einfach gerne. Könnt ihr über den Link in der Bio gehen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr noch an Wünschen habt. Und ich hoffe, ihr seid jetzt gut aufgeklärt. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.